Heute mit der Botschaft der Eule. Die Eule sendet dir Klugheit und Liebe und hat für uns einen wirklich sehr, sehr wertvollen Tipp mitgegeben. Geh in deine Stille. Nun haben viele die Vision, die Illusion, die Idee, in die Stille zu gehen, bedeutet den ganzen Tag nur so meditieren. Dem ist nicht so. Andere haben Angst davor, was sie entdecken könnten, weil sie es nicht kennen. Und wiederum andere haben dann die Gedanken, ich ziehe mich zurück und lasse da draußen alles so, wie es ist. Dem ist nicht so. Wenn wir in unsere Stille gehen, bleiben wir in unserer Mitte und sind gefestigt für alles das, was um uns geschieht. Und können viel besser reagieren, viel bessere Handlungen durchführen und sind auch in der Lage, ganz andere Entscheidungen zu treffen, die vielleicht sehr, sehr sinnvoll sind. Doch hört lieber erstmal selber rein und fühlt in euch rein, was die Botschaft euch bringt, euch sagt, und wir hören uns dann später nochmal wieder. Bis denn! Die Botschaft der Eule. Ich sende dir Liebe und Klugheit, bin weise und still am Tage. Mir gehört die Nacht, ich jage und wache über alles, was sich hier auf Erden finden lässt. Mein Revier sind die Wälder, die mir den Schutz und den Lebensraum geben. Meine Möglichkeiten sind unendlich. In der Ruhe der Nacht genieße ich die Momente der Stille. Momente der Stille geben Sinn, zu erfahren, woher die Kraft kommt, die in einem wohnt. Mir ist es wichtig, in meiner Kraft zu bleiben. Bleibe auch du in deiner Kraft und gehe in die Stille. Du wirst bemerken, von Mal zu Mal mehr, wie schön es ist, mit sich verbunden zu sein. Diese Verbindung ist die wahre Verbindung, denn sie zeigt dir die wahre Liebe. Die ist nur in dir, keine Äußerlichkeiten kann dir dieses Gefühl geben. Nur du kannst es selbst. Diese Kraft ist in allen Lebewesen, wie Menschen, Tiere und Pflanzen. Verbinde dich mit der Kraft täglich und nachts. Übe in ihr zu bleiben und es kann nur Gutes dabei entstehen. Löse dich von allem, was hinderlich ist, um in die Stille zu kommen. Genieße es. Genieße die Stille und werde dir bewusst, was für eine große Kraft in dir steckt. Genieße dieses Gefühl der Liebe und sende es in alle Zellen deines Körpers, deines Geistes und deiner Seele. Das ist Heilung. Sie kommt von dir selbst. Sei weise und klug und höre auf dein Bewusstes, deinem Selbst. Das war sie, die Botschaft der Eule. Ganz klar, in der Stille liegt die Kraft. Wir können damit unendlich viel erreichen, wenn wir uns von dem ganzen Zauber um uns, nicht nur in diesen letzten 2 Jahren, sondern auch schon in den Jahren davor, uns verleiten lassen. In der Stille finden wir zu uns selbst und können unseren Körper, unseren Geist und unsere Seele auch damit gut reinigen. Vielleicht müssen wir es auch heilen, je nachdem, wo du gerade stehst, und damit eine wunderbare Welt kreieren. Die Eule spricht von Tag und Nacht. Tagsüber sind wir schon eher dazu bereit, uns mal 5 Minuten Auszeit zu nehmen. Aber auch nachts ist es so, dass einige doch Schwierigkeiten haben, durchzuschlafen. Und auch da kann ich in die Stille gehen und sagen, jetzt ist Ruhe, jetzt genieße ich die Nacht, jetzt genieße ich den Schlaf und alles das, was wichtig ist, kann morgen wieder da sein. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen inspiriert. Ihr findet ein paar Lösungsansätze für euch, um in die Stille zu gehen. Guckt gerne noch auf meinen Blog,
Da werdet ihr noch weitere Inspiration finden. Und ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder mit der nächsten Botschaft. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute, eure Xenia.